Da können wir uns gleich mal darauf einstellen, dass es nicht so einfach zu begehen sein wird. Was ist denn das? Ist das eine Belüftung? Diese Anlage kennt fast niemand. Alter Schwede! Ach du Scheiße! Hi Leute, ich bin's Aventuria und heute geht's oder ging's zu einer alten Bunkeranlage. Heute mache ich das Intro nach dem Outro. Hat einen guten Grund. Ich wusste nämlich gar nicht, ob ich das Ganze finde. Und ich habe es gefunden. Deswegen muss ich mein ganzes Video über den Haufen schmeißen, was ich geplant hatte. Es gibt einen Bunker zu sehen. Mega geheim. Kennt fast niemand. Kein Vandalismus. Gar nichts. Kommt mit. Es wird mega spannend. So Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal die Augen aufhalten. Hier irgendwo am Berg oder im Berg soll es eine alte Bunkeranlage geben. Von der Wehrmacht angelegt. Und dazu gibt es noch ganz interessante Geschichten. Die erzähle ich euch aber, wenn ich es gefunden habe. Jo, drückt die Daumen. Hier geht es auf jeden Fall noch viel, viel weiter tief in den Wald. Wo ist dieser Bunker? Sehr unwegsames Gelände hier drin. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass ja, diese Bunkeranlage direkt an so einem Weg hier liegen muss. Denn früher ist man wohl hier mit sehr schwerem Gefährt hoch und runter gefahren. Von daher kann es nicht zu arg im Dickicht, im Dickicht liegen. Naja, schauen wir mal, wir geben ja nicht auf, ne? Dort hinten. Schaut mal, was da ist. Hier im Wald. Was ist denn das? Ist das eine Belüftung? Was ist das? Ja, Leute. Ja, schaut euch das an. Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Okay. Hatte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Aber das Teil ist natürlich wieder mal zugeschüttet. Okay. Hier unten haben wir auf jeden Fall ein Wasserrohr. Schaut mal. Sieht man da irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Aber wir schauen uns jetzt erstmal hier außenrum die Situation an. Hier oben sind Belüftungsausgänge. Okay, ich glaube, ich muss nach oben. Geil, 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 geil. Willkommen zur Bunkertour. Hier hinter mir ist wahrlich ein Lost Place. Den kennt fast niemand und der ist richtig ordentlich versteckt. Danke an Marco an dieser Stelle. Du weißt, wer gemeint ist. Okay, und wir schauen uns jetzt mal die ganze Geschichte näher an. So, schaut mal, da haben wir schon das Erste. Was haben wir denn hier? Sieht so nach einem großen Belüftungsrohr wohl aus. Kann man das hochtun? Oh, oh ja. Oh ja. Oh. Okay, Leute. Moment. Ich stelle euch mal zur Seite. In der Hoffnung, dass ihr was seht. Das müssen wir natürlich mal näher anschauen. Okay, schaut mal. Hier wohl auch so ein alter Belüftungsschacht, schätze ich mal, oder? Oder was ist das hier für eine Apparatur? Ist das Strom? Ist das noch ein altes Stromkabel? Wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare. So, okay. Wir waren jetzt hier. Dort drüben ist wohl der Anfang der Anlage. Hier hinten sehe ich auch noch was. Wir gehen jetzt hier erstmal außen rum. So, hier scheint schon Ende zu sein. Also folgendes. Hier haben wir wohl drei so Erhöhungen, was mindestens auf drei Bunker schließen lässt. Ich will mir jetzt hier mal einen kleinen Zugang in den Wald verschaffen. Aber ihr seht schon, hier ist ein Graben. Da wird es matschig. Wir gehen mal nach vorne und dann gehen wir schön hoch in den Wald. Ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte, die mir meine Quelle, der Marco, erzählt hat, was hier abging. Kurz vor Kriegsende
gab es hier massive Bewegung von der Wehrmacht. Und zwar hat man enorm viel gesprengt. Hier unten im Erdreich sozusagen. Das hat man bis runter in die Käfer gehört. Und ja, die Einheimischen erzählen sich das heute noch, dass hier, ja, wie gesagt, ganz reges Interesse war, hier oben irgendwas, keine Ahnung, zu finden oder so. Was genau hier speziell gemacht wurde, weiß keiner. Zumindest ich weiß es nicht. Und interessanterweise nach Kriegsende oder während die Alliierten das alles hier besetzt haben, haben die auch mit Sprengungen weitergemacht. Wie gesagt, die Alliierten haben hier weiter gesprengt. Und zwar nicht nur 3, 4, 5 Mal, sondern das hat sich erstreckt über einen relativ langen Zeitraum. Auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, sowas ist natürlich ein Stück Zeitgeschichte und muss meiner Meinung nach natürlich auch erhalten bleiben. So, schaut mal, hier oben ist der Lüftungsausgang. Vielleicht ist es auch so ein kleiner Eingang. Es ist auf jeden Fall ziemlich versiegelt und zugemacht, zugeschraubt hier. Mit Metallstriemen. Da kommt sicherlich nichts rein, nichts raus. Ja, mega interessant. Mega interessant. Hier drüben ist anscheinend auch so eine Luke. Eine Art Eingang. Man sieht es vielleicht, man erkennt es vielleicht ein bisschen. Auch Metallverstrebungen, dass man bloß nicht reinkommt. Nehmen wir es mal so hin. Sehr schade, dass sowas einfach, ja, der Natur überlassen wird. Dass es irgendwann einfällt. Oder dass es dann irgendwann auch so entsprechend verschüttet wird, dass man es überhaupt nicht mehr findet. Irgendwann später, in 1000 Jahren, freuen sich die Archäologen wahrscheinlich und langen sich an den Kopf, wieso man sowas zerfallen lässt. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Ich würde euch so gerne noch mehr zeigen von diesen Lost Places, ohne Witz. Aber man sieht es hier ganz deutlich. Jemand möchte, dass man da nicht reinkommt. Und das ist auch ein ganz interessantes Bild. Die Natur holt sich alles ein bisschen zurück. Und da sieht man so eine kleine Mulde, so eine Absackung. Das sollte man vielleicht nicht drauf treten. Man weiß nicht, wie stabil das Ganze ist. Normalerweise natürlich sehr stabil, aber ja, ist ja auch schon über 80 Jahre her, das Ganze. Und man muss ja jetzt nicht alles riskieren, ne? Was haben wir denn hier, Alter? Alter Schwede! Ach du Scheiße! Da liegt alte Munition. Ach du Kacke! Hier liegt alte Munition drin. Ach du Kacke! Sieht man das? Okay, ich brauche mal eine Taschenlampe. Okay, Leute. Taschenlampe ist dabei. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier? Alter. Seht ihr was? Okay. Wird das wohl hier rausgeschwemmt oder was? Okay, davon lasse ich definitiv die Finger. Ich überlege gerade, ob ich den Kampfmittelräumdienst hole. Denn wenn hier Kinder vorbeilaufen und da mal reingreifen. Ey, weiß ja nicht, ob da noch ein paar Granaten liegen. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Ich kann das ganz schwer klassifizieren. Das sieht aber nach Patronen aus. Es wird ja immer besser, Leute. Ihr erinnert euch, ich bin von da hinten gekommen. Bin dann hier so entlang gelaufen. Und hier ist dann dieses Bächlein, wo ich dann nochmal kehrt gemacht habe, um dann eben wieder zurückzugehen. Und wisst ihr, was ich jetzt entdeckt habe? Es ist ja unfassbar, dieser Spot. Schaut mal. Und der... Ach du Scheiße, was geht hier ab? Ist das der Zugang? Boah. Das ist so ein alter Gullideckel hier oben drauf. Den hat einer auf Seite. Nein, ich war es nicht. Weil ich kraxe hier bestimmt nicht irgendwo durch. Aber schaut mal.
Alter Schwede. Okay, jetzt muss ich mal hier in den Dreck rein. Schaut mal, ob ihr irgendwas seht. Geht's da weiter? Da sieht man nicht wirklich was, gell? Ein paar Spinnchen. Krass. Könnte natürlich auch wirklich nur ein Wasserabfluss sein. Ja, wäre jetzt, glaube ich, unlogisch, wenn hier unten, wenn da unten der Eingang wäre zu diesen Anlagen. Wow. Bin echt geflasht. Cool. Total interessant. So. Da haben wir auch wieder ein Rohr. Zack. Schauen wir mal. Ich möchte das alles dokumentarisch festhalten. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Denn wie man ja sieht, zerfällt das Ganze. Und ein bisschen für die Nachwelt sollte man das auf jeden Fall erhalten. Hatte ich schon gesagt. Ja. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass diese Berge hier auch generell rege für den Bergbau benutzt wurden. Hier wurde zum Beispiel, soweit ich das weiß, Schiefergestein geschlagen. Der grüne Sandsteinschiefer. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Und ja, von daher wohl eine optimale Tarnung. Obwohl, so optimal war es nicht. Denn man hat es ja dann auch gefunden nach Kriegsende. Und schaut mal hier. Das da sind diese Steine, die geschlagen wurden. Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen. Ja, ihr seht, ich bin total geflasht. Das ist wahrscheinlich der krasseste Lost Place, Abandoned Place. Wie sagt man dazu? Ist das ein Lost Place? Oder Abandoned Place? Oder ist es das Gleiche? Ich weiß jetzt noch gar nichts mit mir anzufangen hier. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht wild rumsteigen, denn das kann ja durchaus gefährlich sein. Und wie man ja hier sieht an dieser Luke. Aber ich bin da leider zu schwach, so einen fetten, schweren Gullideckel wieder zurechtzurutschen. Ein Jäger oder so, wenn da vorbeikommt, der kann das vielleicht bewerkstelligen mit seinem Jeep oder Auto. An den Haken, zack, die Platte drauf, etc. Unfassbar. Ja, mit diesen krassen Eindrücken entlasse ich euch aus dem Video. Ich bin immer noch total perplex und erstaunt und natürlich erfreut, zum einen, dass ich diese schöne Bunkeranlage gefunden habe, aber der Munitionsfund, sofern es Munition war, ich glaube schon, sowie die offene Luke, das ist dann doch eine Nummer wahrscheinlich zu groß für mich. Manche wären da vielleicht auch noch reingekraxelt, ich nicht. Ich habe noch ein Leben und so soll es auch bleiben. Aber allein sowas zu entdecken in der heutigen Zeit, ohne Graffiti, ohne Beschädigung, ist top. Ist echt top und faszinierend. Und ich schätze mal, das ist alles vorne zugeschüttet. Da ging es dann wahrscheinlich tief in den Berg rein. Wie gesagt, früher schweres Gefährt hier unterwegs, viele LKW und. Die müssen ja da doch ganz schön gebuddelt haben hier. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo da, einen Kommentar, würde ich mich auch freuen. Seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir genau solche Orte unter die Lupe nehmen. Ja, und ich würde sagen, bis bald, euer Aventurier.